Ja, sprechen wir über die aktuelle Situation, sprechen wir über die Rolle der Kirchen in dieser Situation. In München begrüße ich nun recht herzlich Bischof Heinrich Bedford Strohm der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Tag nach München. Ja, hallo, Herr Fittkau. Herr Bedford Strohm, zunächst muss man sagen, Sie stehen da im Englischen Garten in München. Das sieht alles nach Frühlingsidylle pur aus. Man sieht ja auch hinter Ihnen im Hintergrund, die Menschen gehen spazieren. Das sollen sie ja auch, das ist ja nicht verboten. Aber es sieht irgendwie aus der Distanz fast aus wie Normalität. Wie erleben Sie in diesen Tagen München, ja auch ganz persönlich gemeint, diese Atmosphäre? Ja, natürlich verströmt Frühling erstmal Aufbruch, aber die Erfahrungen der Menschen sind gegenwärtig ganz andere. Wir leben auch als Kirche gerade jetzt in der Passionszeit. Wir gedenken des Leidens Jesu Christi und das, was in der Passionsgeschichte geschildert wird, spricht mitten hinein in die Erfahrungen der Menschen jetzt. Menschen, die einsam sind, Menschen, die schlicht Angst haben, Angst, wie es in der Zukunft weitergehen soll, in ihren Familien, da sie jetzt auf engem Raum über längere Zeit zusammen sind, aber auch am Arbeitsplatz oder dann, wenn Menschen tatsächlich auch krank geworden sind oder liebe Menschen haben, die von dem Virus betroffen sind, vielleicht schon im Krankenhaus liegen. Wie wird es weitergehen? Wird es uns gelingen, in dem Gesundheitssystem mit diesen vielen kranken Menschen umzugehen? Das alles sind die Fragen und die Einsamkeit, die Menschen jetzt schon spüren, weil sie einfach die normalen sozialen Kontakte nicht mehr haben können. All das mündet für manche vom Gefühl her in den Schrei, den Jesus selbst am Kreuz ausgestoßen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für uns geht es jetzt dann in der Passionszeit und dann an Ostern darum, diese Erfahrung der Menschen, zum Teil abgründige Leiterfahrungen von Menschen aufzunehmen und zu sagen, Christus ist auferstanden, es gibt Licht am Horizont, nicht der Tod hat gesiegt, sondern das Leben. Das ist die Aufgabe für uns als Kirchen in der Zeit jetzt. Das ist die Botschaft der christlichen Kirchen gerade an Ostern und rund um Ostern. Aber was können Sie denn ganz konkret jetzt in dieser Situation als Kirchen noch tun? Ich habe es gerade gesagt, es gibt ja keine Messen mehr, respektive es gibt keine Gottesdienste in den Kirchen, wo die Gemeinden, wo die Gläubigen sich treffen können. Das Gleiche gilt natürlich für die anderen Religionen genauso. Schwierige Situation für Sie, kann ich mir vorstellen. Wo können Sie da überhaupt noch ansetzen in dieser Situation? Ist es zum Beispiel Telefonseelsorge oder was machen Sie? Ja, das Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten lieben, das gilt für uns als Kirche im normalen Leben und es gilt jetzt auch. Kraft schöpfen in der Gottesbeziehung und für den Nächsten da sein. Und wir tun das jetzt in ganz neuen Formen. Kraft schöpfen im Gottesdienst, das geht jetzt nicht mehr, indem die Menschen ins Kirchengebäude gehen. Aber die Fernsehgottesdienste, die Radiogottesdienste haben rasant steigende Einschaltzahlen. Viele Menschen, die Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort, machen Livestream-Gottesdienste. Gottesdienste aus der vertrauten Kirche, halten ihre Predigt wie sonst auch, aber sie halten es Menschen, die in ihren Wohnzimmern sitzen und vielleicht vom Enkel oder von der Tochter gezeigt bekommen haben, wie man mit einem digitalen Medium umgeht. Also wir haben viele neue Formate, insbesondere über die digitalen Möglichkeiten, wo wir auch jetzt Menschen im Gottesdienst erreichen können. Und das Zweite ist natürlich dann ganz konkret anderen helfen. Auch da erlebe ich ganz viele Menschen und höre ganz viele Berichte aus den Gemeinden, wo organisiert wird, dass Telefonanrufe gemacht werden, dass Menschen eben nicht einsam bleiben, dass wenigstens eine Stimme zu hören ist, mit der man ins Gespräch kommen kann. Sie haben eben von der Telefonseelsorge berichtet. Natürlich stellen die Zahlen in der Telefonseelsorge nach oben. Ich hatte gerade eine Sitzung des Rats der EKD, in der erzählt wurde, dass auch ganz viele Freiwillige sich jetzt melden für die Telefonseelsorge, dass also ganz viele Menschen sagen, ja, ich will da sein und mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn die normalen Kontaktmöglichkeiten so nicht gegeben sind. Aber es gibt auch ganz normale Nachbarschaftshilfe, die organisiert wird. Dass also sichergestellt wird, dass Menschen Essen, Lebensmittel haben, die selbst nicht aus dem Haus können. Da habe ich selbst wirklich bewegende und berührende Beispiele jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt, wie etwa junge Leute sagen, ich bin jetzt da, ich frage, wer in meinem Haus Hilfe braucht und wie kann ich helfen. Insofern erlebe ich in all dem Schweren, in all dem Leid, was wir jetzt erleben und auch wenn mehr Menschen sterben werden, noch mehr erleben werden, in all dem erlebe ich auch
wirklich beglückende Beispiele für gelebte Nächstenliebe. Ja, die Behörden weisen ja unisono darauf hin, auch die Mediziner. Wir haben es gerade aus Hamburg noch mal gehört. Wir stehen erst vor dem Sturm, der in den nächsten 10, 14 Tagen, vielleicht 3 Wochen über uns hereinbrechen wird. Sie haben gerade schon die Solidarität angesprochen, Herr Bischof. Sind Sie überrascht darüber, dass offenbar unter dieser dicken Schicht an Egoismus, die man ja so erlebt hierzulande, dass da doch tatsächlich so viel Solidarität noch ist, dass die Menschen sich untereinander helfen? Sind Sie sehr überrascht darüber? Ich bin nicht wirklich überrascht. Ich habe gerade auch in den letzten Monaten immer wieder Vorträge gehalten, in denen ich darauf hingewiesen habe, dass die einfache Diagnose, alle Menschen leben nur noch für sich, Egoismus wird immer stärker, so einfach nicht zutrifft. Wir haben 2015 erlebt, als viele Menschen als Geflüchtete nach Deutschland kam. Da waren viele Deutsche einfach da. Sie haben die Menschen empfangen und ich habe selber das zum Teil ja miterlebt, wie fassungslos die ankommenden Flüchtlinge waren, dass ihnen ein Willkommen entgegenkam und nicht wie sonst in ihren Erfahrungen sie möglichst weggeschafft werden sollten. Und insofern haben wir erlebt, und das ist ja bis heute anhaltend, dass es viele Menschen gibt, die bereit sind zu helfen, wenn sie gebraucht werden, wenn die konkrete Not da ist. Und das ist jetzt auch der Fall. Dass ganz viel positive, ganz viel empathische Energie, Mitgefühlsenergie jetzt wach wird. Weil jeder und jede, glaube ich, auch irgendwo spürt, wir brauchen diesen Zusammenhalt jetzt. Wir können das schaffen, durch diese Krise zu kommen. Wir wissen alle nicht, wie lange sie dauert. Aber wir können es schaffen, durch diese Krise zu kommen und vielleicht hinterher zurückzuschauen und zu sagen, wir sind durch diese Krise stärker geworden, weil dieser Zusammenhalt gestärkt worden ist, weil wir gespürt haben, dass wir glücklicher sind, wenn wir miteinander leben und nicht gegeneinander leben. Jetzt geht es aber wirklich erstmal darum, dass wir diese ganz konkreten Notsituationen nicht zur Seite schieben, sondern dass wir sie wahrnehmen. Und ich sage auch, wir werden uns mit dem Tod in den nächsten Wochen noch intensiver auseinandersetzen müssen. Der Tod wird uns näher rücken. Und die Frage wird sein, wie gehen wir mit dem Tod um? Können wir in all dem Leiden auch irgendwo noch dieses Vertrauen gewinnen, dass auch der Tod nicht das letzte Wort ist, dass am Ende all unser Leben und unser Sterben in Gottes Hand liegt. Das sage ich jetzt als Bischof. Aber es ist etwas, was, glaube ich, weit über den christlichen Glauben hinaus für Menschen jetzt wichtig sein wird. Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre das vielleicht auch das Gute daran, wenn es überhaupt etwas Gutes daran geben kann an so einer Pandemie, dass die Endlichkeit unseres Lebens und der Tod damit wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird. Ich meine, das ist ja eine Tatsache, die wir in unserem hektischen Leben ja weitgehend versuchen, von uns zu drücken. Wäre das auch eine Chance für uns Menschen, uns vielleicht auch etwas bescheidener wieder mit dem Tod auseinanderzusetzen? Ja, man muss tatsächlich jetzt vorsichtig sein, dass man nicht gleich wieder das Gute in dem Bösen sieht. Aber ich glaube, Sie haben recht, dass die Frage, wie wir jetzt mit dieser schweren Situation umgehen, schon sehr wichtig ist und mit darüber entscheidet, ob wir hinterher sagen können, wir sind an dem, was uns da widerfahren ist. Wir sind daran gewachsen. Wir haben natürlich auch sehr konkret an vielen Punkten dazugelernt, wenn es um Krankheit geht, um Medizin geht. Aber wir haben vor allem auch menschlich und geistlich, spirituell dazugelernt und sind vielleicht mehr als vorher in der Lage, auch mit der Endlichkeit unseres Lebens umzugehen. Und für mich ist dabei immer ganz besonders wichtig, dass das Bewusstsein der Endlichkeit, dass wir sterben können, dass die Tage zu Ende gehen können, immer auch zur Folge hat, dass wir jetzt bewusst leben, dass wir nicht aufschieben bestimmte Dinge, die wir vielleicht mal später tun wollen, die aber wichtig sind, sondern dass wir jetzt da sind. Für mich gehört es zu den merkwürdigsten Dingen, die wir erleben, dass die Menschen sich die schönsten Dinge immer erst bei der Grabrede sagen. Wir sollten uns das, was wir sagen, wenn wir Menschen vermissen, wenn wir sie verloren haben, wir sollten uns das jetzt schon sagen und dankbar sein für die Tage, die wir haben. Dankbar dafür sein, wenn wir zu essen, zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf haben. Und deswegen umso mehr an die Menschen denken, die kein Dach über dem Kopf haben. Und jetzt
jetzt auch an die Menschen denken, die in den Flüchtlingslagern weltweit oder in den Gebieten, die von der Heuschreckenplage betroffen sind, die jetzt verzweifelt sind, weil niemand mehr ihnen hilft. Herr Bischof, ich sage vielen Dank für diese nachdenklichen und eindringlichen Worte an diesem Freitag nach München. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.